Wir haben in unserer Badischen Landeskirche seit 1. Juli letzten Jahres unser Klimaschutzgesetz beschlossen. Daran haben wir uns an den Zielen des Landes Baden-Württemberg orientiert und haben uns vorgenommen, bis 2040 klimaneutral zu sein. Sowohl in der Beschaffung als auch bei Dienstfahrten, im Bau von Gebäuden, in der Ausstattung von Gebäuden. In all diesen Hinsichten wollen wir daran arbeiten, dieses Ziel zu erreichen, bis 2040 klimaneutral. Uns ist Umweltschutz und Klimagerechtigkeit wichtiges Anliegen, auch als Kirche. Wir haben eine Verantwortung für die zukünftigen Generationen. Wir sehen uns in der Verantwortung, mit Gottes Schöpfung nachhaltig umzugehen, das Unsrige dazu beizutragen, dass diese Schöpfung bewahrt wird und dafür zu sorgen, dass Klimagerechtigkeit herrscht. Damit ist Klimagerechtigkeit auch verbunden mit unserem Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit weltweit, denn beides ist nicht voneinander zu trennen. Ganz konkret haben wir im letzten Jahr sehr gute Erfahrungen mit unserem Aufruf zum Energiesparen im Winter gemacht. Viele Kirchengemeinden waren erfinderisch darin, wie sie mit weniger Energieaufwand unterwegs sein können und haben dafür Modelle entwickelt. Ein besonders gutes Beispiel ist in der Kirche in Reichertshausen, die so renoviert wurde, dass, wenn es die Temperaturen zulassen, in der Kirche Gottesdienste gefeiert werden und sonst in anderen Räumen. Wir werden auch künftig darauf setzen, im Gespräch mit den Gemeinden, mit Menschen, die in Sachen Klimaschutz und Energiewende unterwegs sind, im Gespräch zu sein. Wir wissen uns eng verbunden mit den Anliegen der Energiewendetage und wollen alle gemeinsam dazu beitragen, dass wir in puncto Energie zu einer Wende in unserem Land kommen.